Hey Leute, ich habe gute Nachrichten für euch. Und zwar haben die schlaflosen Nächte bald ein Ende und auch euer Lieblingsessen schmeckt bald wieder genauso wie vorher. Denn übermorgen ist es soweit, Genshin Impact released und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, stelle ich mal einen kleinen Beginners Guide zusammen. Dieser Beginners Guide ist eigentlich zu 100% aus meiner Sicht, denn es ist kein Guide, der euch zum weltbesten Genshin Impact Spieler machen wird, denn es gibt ja eh kein PvP und das ist auch ein Grund, warum man sehr vieles gar nicht so ernst nehmen muss in diesem Spiel und gerade auch vielleicht den Start oder halt auch eigentlich insgesamt das ganze Spiel. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu meinem allerersten Tipp und aus meiner Sicht ist das einer der wichtigsten. Also den ersten Tipp gebe ich euch gleich von vornherein, einen meiner wichtigsten, und der letzte Tipp wird der zweitwichtigste sein. So, und zwar no rush. Nehmt euch Zeit. Genießt dieses Spiel. Wenn ihr dieses Spiel spielt, dann versucht nicht so schnell wie möglich von A nach B zu kommen, sondern guckt ruhig links, guckt ruhig rechts. Lasst den Entdecker aus euch raus. Das Spiel lädt dazu ein, es ist eine wunderbare Welt, es sind tolle Level, das Spiel ist super Design vom Map-Design her. Gönnt euch das. Wirklich, nehmt euch die Zeit dafür. Wie schon mal erwähnt, das Spiel hat kein PvP. Das heißt, ihr müsst nicht der Schnellste sein, der Max-Level ist, der die besten Waffen hat, der die besten Charaktere hat. Denn ihr spielt eigentlich nur für euch oder mit euren Freunden. Da gibt es keine Competition. So, nehmt euch das zu Herzen und ich bin mir sicher, das Spiel wird um einiges besser für euch werden. Tipp Nummer 2. Ab Abenteuer Rang 12 schaltet ihr Commissions frei. Commissions sind 1:1 wie Daily Quests. Das heißt, ab dem Moment habt ihr tägliche Aufgaben, die ihr erledigen könnt, um euch unter anderem Abenteuer Rang EP zu verdienen, aber auch Primo Gems, die wir bekanntlich brauchen, um uns Fates zu kaufen, zu Deutsch halt die Wünsche, um am Gacha-System unsere Ziehung machen zu können. Also sorgt dafür, dass eure Dailies erledigt werden. Tipp Nummer 3. Der Charakterfokus. Ich habe in meinem Tierlisten-Video bereits erwähnt, dass es keinen Sinn macht, alle Charaktere, die ihr habt, versuchen gleichzeitig zu leveln. Und ich bleibe dabei. Was ihr eventuell was anders ist als zu dem anderen Video ist, dass ihr anstelle von, ja, ich sag mal, 2 Charakteren bis zu, ja, vielleicht maximal bis zu 3 leveln solltet. Es hat folgenden Grund, und zwar habe ich eine neue Information für euch. Es gibt einige Achievements im Spiel, die ihr bekommt, wenn ihr sie mit 3 Charakteren geschafft habt. Also macht es sicherlich Sinn, von Anfang an so ein bisschen in diese Richtung zu arbeiten. Dennoch bleibe ich dabei, sucht euch eure 2 Main-Charaktere aus. Das heißt, die levelt ihr immer als allererstes. Sobald ihr was Neues habt, neues Gear, eine neue Waffe, dann kriegen die beiden die erstmal. Und dann habt ihr den dritten Charakter, der so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen passiv hinterher levelt, immer in der Level-Range ist und den ihr dann halt schnell nachziehen könnt. Was sicherlich Sinn macht, ist, dass ihr vielleicht nicht 3 Charaktere mit ähnlichen Waffen nehmt, denn dann habt ihr natürlich Probleme beim Waffenleveln. Wenn ihr 2 Einhandschwert oder 3 Einhandschwertnutzer habt, dann braucht ihr 3 richtig gute Einhandschwerter. Das könnte ein Nachteil sein. Also versucht auch die Waffenklassen ein bisschen aufzuteilen und um natürlich richtig effektiv zu sein, schaut euch die Elemente an, damit ihr verschiedene Kombinationen herstellen könnt, damit das Team, was ihr habt, halt auch in sich rund und stimmig ist. Und da kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 4, und zwar kombiniert die Elemente beim Kämpfen. Das wird euch das Leben um sehr vieles erleichtern, wenn ihr gleich von vornherein versucht, euch an dieses Charakterwechseln zu gewöhnen. Überlegt euch, mit welchem Charakter möchte ich als allererstes in eine Gruppe reingehen? Habe ich ein Feuer-AOE, wechsle ich dann zu einem Windcharakter, der eine Windfähigkeit da reinschießt, um dieses Feuer noch weiter zu verteilen auf alle Gegner und so weiter. Ich denke, das wird sehr viel helfen, wenn man, wie gesagt, von vornherein versucht, sich an diese Mechanik zu gewöhnen, um noch effektiver einfach die Gegner in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Tipp Nummer 5 habe ich auch schon mal erwähnt in meinem Energiemanagement-Video, aber man kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Das Resin-Management ist sehr, sehr wichtig. Ihr könnt maximal 120 haben, sorgt dafür, dass es nie lange auf 120 ist, gebt immer sofort was aus, denn ihr verschenkt effektiv Resin, wenn ihr auf 120 seid. Und wenn man bedenkt, dass man Resin sogar mit Primo Gems auffüllen kann, verschenkt man theoretisch sogar Geld, wenn man die Resin am Cap hat. Von daher sorgt dafür, dass ihr so gut wie nie oder halt wenn, dann nicht lange auf 120 Resin seid.
Es folgt Tipp Nummer 6, und zwar möchte ich euch eine Idee darüber geben, wie ihr die Ressourcen, die miHoYo uns zum Beginn des Spiels schenken wird, aufgrund des Releases, effektiv einsetzen könnt. Und zwar sieht es wie folgt aus. Auf Abenteuer Rang 5 bekommen wir, wie wir wissen, 10er Quinfates, und die setzen wir erstmal im Beginners Banner ein, um Noel plus weitere, hoffentlich, 4 oder 5 Sterne Charaktere zu ziehen. Auf Abenteuer Rang 7 die 1600 Primogems, die investieren wir in Intertwine Fates und nicht in Equin Fates, denn die nötigen Equin Fates, um den Beginners Wish Banner zu beenden, bekommen wir bereits auf Abenteuer Rang 10. Somit ist der Beginners Wish Banner abgeschlossen, denn der erlaubt nur 20 Ziehungen. Die Besonderheit am Beginner's Wish Banner ist halt, dass wir nach den ersten 10 Pulsen halt Noel garantiert bekommen. Und wenn 4 oder 5 Sterne Drops stattfinden, dann sind das garantiert Charaktere und keine Waffen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, um halt gleich am Anfang sich ein paar Charaktere anzusammeln. Was ebenfalls eine Besonderheit des Beginner's Wish Banners ist, ist, dass die ganzen kostenlosen Charaktere wie Amber, Lisa, Kaya, dass die gar nicht enthalten sind im Loot Pool. Das heißt, wir ziehen tendenziell eher neue Charaktere, und das ist genau das, was wir möchten. Die Intertwine Fates, die wir uns dann gekauft haben, investieren wir entweder in den Promo-Banner, der zum Launch verfügbar sein wird, das ist Stand jetzt, wird es Venti sein, oder wir sparen sie für einen Promotional-Banner, der in Zukunft dann kommt und der unseren favorisierten Charakter enthält, der dann in dem Fall eine erhöhte Drop-Chance hat. Und somit kommen wir zu Tipp Nummer 7. Auch dieser hat mit dem Gacha-System zu tun, und zwar, ich finde, es wird viel zu selten angesprochen, man muss es aber ansprechen, und zwar seid vorsichtig mit dem Gacha-System. Es ist ein Glücksspiel. Ihr müsst euch von vornherein klar machen, wenn ihr so ein Spiel spielt, und das geht natürlich speziell für Leute, die noch nie ein Gacha-System gespielt haben, oder was ein Gacha-System, ein Gacha-Spiel gespielt haben, und das trifft sicherlich für sehr viele PlayStation 4-Spieler zu. Es ist ein Glücksspiel. Und ihr müsst euch darüber im Klaren werden, dass es ist eigentlich unmöglich, ohne Tausende von Euros auszugeben, an jeden einzelnen Charakter in diesem Spiel zu kommen. So, von daher, gebt euch mit dem zufrieden, was das Spiel euch gibt. Auch wenn ihr mal Geld investiert, ich bin selber so, ich investiere gerne Geld in mein Hobby, aber in Maßen. Und auch das solltet ihr tun, wenn ihr natürlich nicht Geld in Maßen habt. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Also lasst euch von dem Spiel nicht locken. Also lasst euch nicht verlocken vor allem. Wenn ihr emotional seid, wenn ihr sauer seid, dass das Game euch nicht die Charaktere gibt, die ihr eigentlich wollt, vielleicht solltet ihr in dem Moment das Spiel einfach ausmachen, weil das sind genau die Momente, wo genau diese Industrie euch eigentlich dazu bringen möchte, Geld zu investieren und nochmal Geld zu investieren und nochmal Geld zu investieren, um an den Charakter zu kommen, den ihr ja doch so unbedingt haben wollt. Aber ihr bekommt ihn nicht. Und am Ende ärgert ihr euch, am Ende ist die Stimmung schlecht, weil ihr den Charakter nicht bekommen habt, weil das Geld vielleicht weg ist. Und dann ist natürlich der Unmut sehr, sehr groß. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen das Spiel spielen, um Spaß zu haben. Wir wollen das Spiel spielen, um erkunden zu können, um die tolle Anime-Welt zu genießen, um das Spiel mit unseren Freunden zu spielen. Und von daher sollten wir dies tun mit den Charakteren, die uns zur Verfügung stehen. Und ich bin mir sicher, jeder von uns wird irgendwann seinen 5-Sterne-Charakter bekommen durch das Loot-System. Es ist vielleicht nicht unbedingt der 5-Sterne-Charakter, den ihr unbedingt haben möchtet, aber so what? Ihr könnt alles in diesem Spiel schaffen, mit jedem anderen Charakter genauso. Wir müssen nur schlau spielen und die Elemente vernünftig einsetzen. Lowspender machen es in der Regel eigentlich so, dass sie sich monatliche Budgets setzen, dass sie sagen, ich komme nicht über einen bestimmten Betrag, den ich im Monat für so ein Spiel ausgeben möchte. Und das hilft natürlich sehr, sehr gut, um die Kosten zu regulieren und auf einem halt überschaubaren Maß zu halten, wenn man dann die Disziplin dafür hat, sich auch daran zu halten. Das ist natürlich dann das Wichtigste, wirklich Disziplin. Sei diszipliniert, was das Gacha-System angeht, und dann kann eigentlich nichts passieren. Aber mir war es persönlich wirklich sehr, sehr wichtig, das anzusprechen, denn ich glaube, viele Menschen unterschätzen das einfach, was das mit einem, ja, einfach im Inneren macht, so ein Gacha-System, was ja nun mal Glücksspiel ist, eine andere Art von Lootboxen halt. Und wie gesagt, es war mir wichtig, das anzusprechen, weil es zu wenige machen. Und ja, ich hoffe, ihr fandet es okay. Wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt und ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann kriegt ihr jetzt auch noch einen kostenlosen achten Tipp, und zwar
abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr auch in Zukunft keine Informationen oder Guides oder News oder was auch immer zu Genshin Impact verpassen möchtet. Auch wenn ihr den Tipp vielleicht nicht so toll findet, vielleicht sehen wir uns ja trotzdem in meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!